Hallo und willkommen zurück zur nächsten Folge von Let's Play Pokémon Schwert. Und heute müssen wir weiter die Arenen vor den Dynamax-Pokémon befreien. Das heißt, wir müssen hier in Churchchester zur Arena latschen und da reingehen und das nächste Dynamax-Pokémon bezwingen. Genau. Ich bin mal gespannt, welches uns heute da erwartet. Und wir schauen mal, was uns hier gesagt wird. Welches Pokémon wird es wohl? Und hier ist Mark. Hey, ihr drei, bringt euch in Sicherheit. Mark. Soll das ein Witz sein? Wir sind hier, um dir zu helfen. Oh, ich sehe jetzt erst, wer ihr seid. Sorry. Nun, da Nick das hier ist, kannst du dich entspannen. Ich zerbreche mir schon die ganze Zeit den Kopf darüber, wie ich mit all den wild gewordenen Dynamax-Pokémon fertig werden soll. Mit eurer Hilfe kann sicher jeder von uns eins dieser Pokémon vorknüpfen. Was? Dann nichts wie raus auf den Kampfplatz. Genau, es ist zwar ein bisschen nervig und schade, dass es so gemacht ist, aber wir müssen da durch. Und, oh Gott, wir haben Brokkolos. Aber das Gute ist, ja, wir haben ja Hoppolo vorne und der kann ja... Hoppolo, sage ich gerade. Hoppolo. Junge, was ist los mit dir heute Morgen bei der Aufnahme? Nicht mal mehr die Pokémon-Namen richtig aussprechen. Das ist natürlich ein Brokkolos. Und ein Libalo, der doppelt gehen kann, der dem schön ordentlich zusetzt, oder auch nicht. Weil, wie es aussieht, macht das nicht so viel Schaden. Und dann kommt der Dünerbrocken und dann werde ich natürlich danach auf den Orgel wechseln, weil Libalo hat keine Chance gegen eine sehr effektive Attacke da zu bestehen. Aber wir haben ja die Chance, mit mehreren Pokémon zu kämpfen und den zu beruhigen und zu sagen, ey Bruder, was ist los? Lass das, macht keinen Sinn. Wir haben nur mehrere Zweiwasser-Pokémon. Wir machen einmal Orgel. Ich denke mal, ich gehe auf Surfer nicht, weil ich keinen Surfer kann, aber ich kann auf Taucher gehen. Aber Hydro-Pumpe ist mir so ein Risiko, das trifft halt nicht mehr unbedingt immer. Los, du bist ja hoffentlich schneller. Ja, sehr gut. Und dann hast du dir ein schönes Wurfgeschoss im Mund. Mal gucken, ob es heute ein Pikachu wird oder nicht. Ich bin gespannt. Aber wie gesagt, ich frage mich immer noch, wo dieses Pikachu einfach herkommt. Und der ist schlau. Der macht eine sehr viel clevere Attacke gegen mich. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie gesagt, wo dieses Pokémon herkommt. Ha, lol, Erdbeben. So, dann... Jetzt können wir Hydro-Pumpe machen, haben wir mit dem Geschoss drin, wenn wir treffen, haben wir hier den Vorteil, dass wir den halt instant killen, auch wenn der mein Pokémon killen würde. Okay, Dünerbrocken wirkt. Ist das nicht auch eine Bodenattacke? Ja, lol. Ist ja anscheinend eine Gesteinsattacke, okay. Jetzt darf sich Fleckmon mal beweisen, weil Fleckmon hat sehr oft, sehr selten im Team gekämpft. Okay, Dünerbrocken ist eine Gesteinsattacke. Muss ich mir merken. Ich dachte immer, das wäre eine Bodenattacke. Aber ich habe irgendwie darauf geachtet, im Raid-Kämpfen, was für ein Typ das ist, weil ich selten das eingesetzt habe. Surfer, vielleicht bist du sogar schneller. Ja, Fleckmon ist sehr schön. Und leider fehlt da die wunderbare Animation vom Surfer irgendwie. Ich habe keine Ahnung, warum. Und auch sehr effektiv die Attacke. Wow. Wow. Instant Brokkolos killt einfach mein Team komplett. Komplett, aber wir haben jetzt das Gute. Jetzt kommt unser schönes Drachen-Pokémon. Mit Ruckzuckieb und dann ist Brokkolos besiegt. Und ich habe dann noch drei Pokémon. Aber drei Pokémon wurden gekillt. Und das soll ich auch mal bald entwickeln. Noch fünf Level. Noch fünf Level. Plage, Ruckzuckieb ist vielleicht sehr effektiv, aber gebt eben den Rest. Damit wir safe schneller sind. Sehr schön. Brokkolos wurde besiegt. Und hat sich beruhigt wieder. Sehr schön. Klasse Leistung, Leute. Ist auch niemand verletzt? Hui, das war eine ganz schön knappe Sache, aber mir geht es gut, ja? So, ganz alleine mit einem Dynamax-Pokémon zu hören, ist eben doch kein Kinderspiel. Das ist... Dass ich auf dich zählen kann, wusste ich ja schon, Niklas. Aber hopp, du hast heute bewiesen, dass man sich auch auf dich jederzeit verlassen kann. Warum lacht er jetzt so doof? Wirklich? Hopp, hört solche Komplimente wohl nicht oft.
Das wird erklären, warum er auf einmal bis über beide Ohren grinst. Ach, sei still, Ness. Um die Pokémon müsst ihr euch keine Sorgen machen. Ich werde mich gut um sie kümmern. Das reicht zwar bei weitem nicht aus, um mich bei dir zu bedanken, Niklas. Aber ich möchte dir wenigstens als kleines Anerkennung meine Ligakarte geben. Genau, die Ligakarte ist am Start. Solltest du bei irgendwas meine Hilfe benötigen, dann melde dich einfach bei mir. Also dann, ich wünsche euch alles Gute und jede Menge Kraft. Genau. Dann auf ins Pokémon Center. Scheint ganz so, als hätten sich die Lage in den meisten Stadien entspannt. Jetzt bloß nicht nachlassen, Niklas. Vor uns liegen nur noch Einsteiger, in dem Dynamax Pokémon ihr Unwesen treiben. Lasst uns das schnell hinter uns bringen. Genau, da gehen wir jetzt hin. Wir gehen aber jetzt erstmal ins Pokémon Center, uns heilen. Und dann hatte ich gerade noch die Überlegung, bevor die mir irgendwas erzählt haben da. Wie kann ich eigentlich trainieren nochmal vorher? Ich weiß nicht, ob ich vorher nochmal trainiere, weil ich will ja gerne die Rückkämpfe machen, aber die sind ja sehr stärker dann natürlich, die Trainer. Deswegen weiß ich halt nicht, aber wir machen die auf jeden Fall noch. Im Moment gibt es ja immer einmal die Woche ein Video, das heißt eventuell gibt es schon nächste Woche dann das Video mit den Rückkämpfen, wenn wir heute hier durchkommen und endlich uns das legendäre Pokémon schnappen können. Puh, ich weiß es nicht, wir müssen es mal sehen, was die Zeit sagt, denn wir müssen ja noch eine Pokémon-Begegnung im letzten Stadion erledigen. Da fliegen wir jetzt auch direkt über die Karte hin. Das machen wir natürlich jetzt auch. So. Und zwar nicht hier, weil ich mich mal verklicke, sondern hier über die Karte. Das letzte Stadion, die letzte Station ist hier das Stadion in Fairbairn. Oh, na. Fee. Heißt, wir liegen am besten mit Griffix, oder? Er kann ja wunderbare Gift antanken, also los, Griffix. Du bist gefragt. Ja, die leuchtenden Pilze, aber die machen ja leider kein Licht oder Geräusche wie im Wald. Aber dafür, ja, eine verrückte Stadt. Stellt euch mal vor, so würde so ein Wald in echt geben, mit so leuchtenden Pilzen. Wie geil wäre das einfach? Wie episch wäre das einfach? Ihr hier? Bettys. Unser Rivale Bettys. Bettys. Ich weiß immer noch nicht, wie man den Typ ausspricht. Bettys. Was ist mit dem Dynamax-Pokémon? Dachtet ihr etwa ernsthaft, dass sie mir irgendwelche Probleme bereiten würden? Mir? Einem Feenarena der absoluten Spitzenklasse? Ach, stimmt ja. Du bist ja ein Arenaleiter. Nur bei der Spitzenklasse bin ich mir nicht so sicher. Gehe ich recht der Annahme, dass ihr hier seid, um mir zur Hand zu gehen? Nicht schon gut, aber ein Trainer der absoluten Spitzenklasse braucht keine Hilfe. Pff, ein einfaches Danke hätte es auch getan. Wir haben uns Sorgen gemacht. Mit so einem unausstehlichen Arena kann die nächste Arena schon heiter werden. Olivia hat mich hinters Licht geführt und für ihre Zwecke missbraucht. Aber von jetzt an entscheide ich mich für mein Leben, ich ganz alleine. Und ich entscheide, dass wir beide auf der Stelle gegeneinander kämpfen, Niklas. Ich will ja kein Spielverderber sein, aber dafür haben wir jetzt echt keine Zeit. Immer mit der Ruhe, meine Junge. Meine Quizfragen konntest du damals auch mit kühlem Kopf beantworten. Es besteht kein Grund, jetzt die Fassung zu verlieren. Bettis hat eigenhändig 3 Dynamax-Pokémon bezwungen und euch somit gewissermaßen etwas zusätzlich Zeit erkämpft. Außerdem lässt er sich nicht mehr von anderen bei seinen Entscheidungen beeinflussen. Wobei ich ihm schon ein Stück weit hinter meinem Stempel aufgedrückt habe. Jetzt, wo sie es erwähnen. Ja, das haben sie wohl. Wer 88 Jahre auf dem Buckel hat, wird ja bestimmt auch die ein oder andere nützliche Weisheit parat haben. Egal, das hier hat nichts mit Papela zu tun. Dieser Kampf ist allein meine Entscheidung. Also, los, lass mich nicht länger warten. Kämpft mit mir. Na schön, kämpfen wir. Ich und meine Pokémon mussten wieder bei Null anfangen, doch die harte Arbeit hat sich gelohnt. Hiermit bekommst du eine exklusive Kostprobe davon, wie weit wir es gebracht haben. Okay. Es kommt jetzt sehr überraschend, dass wir einen Kampf gegen Bettys vollführen müssen. Ja, Stahlfee ist halt schlecht. Ich hätte doch damit lieber Lolo lieben sollen. Aber mal gucken, ob wir da wegen dem Stahltyp mit meinem Elektro-Attacken da ordentlich draufballern können.
Ansonsten sollten wir eventuell switchen, wenn wir da keine Möglichkeit haben und wir haben es einfach besiegt. Instant, wow, Flunkiefer. Du warst ja gar keine große Hürde. Aber ja, das gibt auch ein bisschen die Möglichkeit, mich ein bisschen zu trainieren. In dem Sinne, schon mal für die, ne? Für die Rückkämpfe, für den in der Liga, um meinen Champions-Titel zu verteidigen. Wobei ja jetzt auch da noch die Möglichkeit besteht, wenn wir das legendäre Pokémon fangen, dass wir auch noch ein bisschen Erfahrungspunkte bekommen. Gardevoir wurde vergiftet, kann mir aber auch schwer zusetzen. Mit Seer, das ist halt das Problem. Das kann mir jetzt natürlich sehr schwer zusetzen. Gifthieb. Ich hoffe aber, der kann immer noch. Ich glaube aber ehrlich, dass er noch eine bessere Giftattacke erlernt. Ja, war klar, dass du Top-Genesung einsetzt, um Zeit zu schinden. Und Seer setzt ihm sehr wahrscheinlich sehr hart zu. Ich könnte ja auch switchen, theoretisch. Aber das will ich jetzt nicht. Und dann vergiftet das schon wieder. Lol. Wie anfällig bist du denn bitte schon für Gift? Gardevoir. Und ja, mit seiner Fähigkeit Synchro wird es mich auch vergiftet. Es könnte mich theoretisch auch paralysieren. Und so alles, was es bekommt an speziellen Zuständen, fügt es mir auch zu. Gardevoir mit seiner Fähigkeit. Das ist natürlich sehr gut. Deswegen sollte man da nicht drauf eingehen mit sowas. Aber wir haben ja zum Glück die Fähigkeit, dass wir nicht oder vergiftet werden können. Und ja, sehr killt mich halt instant. Dann musst du halt herhalten. Ich hoffe ja, dass das funktioniert. Ansonsten werde ich halt, wenn irgendwas kommt, wo ich nicht gut gegen bin, zurückwechseln. Du bist ja eine Psychofee. Das sind meist normalerweise Unlicht. Wäre nicht sehr effektiv, aber Schlecker ist sehr effektiv. Wegen dem Geisttyp. Aber es ist nicht das, was wir sehen wollen. Und da kommt auch noch der Zauberschein. Ja, du bist ein ordentlicher Gegner. Opfer ich dich und hole Schwiffig zurück? Nein, noch nicht. Noch nicht. Noch brauchen wir das nicht. Wir haben noch ein bisschen Spielraum. Vielleicht paralysiere ich es auch. Ja, sehr gut. Gerade sage ich es und dann kommt die Para. Ja, dieses Pokémon ist ein episches Pokémon. So, jetzt haben wir ja noch ein weiteres Gift-Pokémon. Beziehungsweise Geist-Pokémon an unserer Seite. Wobei du gar keine Geistattacke kannst. Ja, lol. Egal. Du sollst ja groß und stark werden. Wir können ja theoretisch hier. Plage, wir machen Tiefschlag. Und dann werden wir auf jeden Fall gleich mal die Möglichkeit nutzen, zu heilen. Volltreffer, Galoppa wurde aber nicht besiegt. Zauberschein sollte ordentlich reinhauen und mich besiegen. Überlebt, Gott sei Dank. Du machst ihn aber jetzt trotzdem mal kurz platt mit Tiefschlag. Und dann gucken wir mal, was kommt. Und dann hoffen wir ja doch, dass es gut wird. Weil der braucht auch viele Erfahrungspunkte. So, noch 4 Level, dann entwickelt er sich endlich. Pokémon wechseln. Das kommt jetzt unerwartet. Aber ich wechsle mal, weil ich will den nicht opfern oder riskieren. Jetzt kommt mein Starter-Pokémon an den Start. Du könntest tatsächlich der stärkste Champ sein, den die Garda-Region gesehen hat. Ganz genau. Ich habe noch viel Arbeit vor mir. Dann werde ich dich erst zu deiner Hochform auflaufen lassen. Was? So schnell kann ich nicht lesen. Ich glaube, es ist dein letztes Pokémon. Kann das sein? Aber das ist auch cool, dass man jetzt hier nochmal in Kämpfen irgendwie dem Gegner was sagen kann. Das haben sie ja auch im Anime gesagt. Und so ein bisschen so gequatscht. Oder so in so Kämpfen. Um es ein bisschen spannender zu machen. Aber nein, dein Pokémon wurde besiegt. Das heißt, du guter Bettis, bist besiegt. Bist besiegt. Ja, sehr gut. Er freut sich. Und er ist ein bisschen, ja, unmöglich. Das kann gar nicht sein. Ich bin doch ein Arenaleiter. Aber Arenaleiter müssen nicht unbedingt gegen Champions gewinnen, ne? Das ist halt die Sache. Aber ja, okay, jetzt krieg ich deine Ligakarte. Endlich kann ich dich als Champ anerkennen. Vielen Dank für diesen Kampf. Es fällt mir schwer, das so oft zuzugeben, aber du hast mir damit auch einiges meiner Schwachstellen aufgezeigt. Ich werde an mir arbeiten und ein besserer Trainer werden, solange bis ich das Potenzial von vielen Pokémon vollends ausgereizt habe. Er hält genau. Und jetzt kriegen wir nur noch irgendwie die Ligakarte von Mary. Ich weiß es nicht. Das habe ich mich schon öfters mal in den Folgen gefragt. Als Arena ist es aber erstmal meine Pflicht, das Stadion wieder auf Vordermann zu bringen.
Dieser Pokémon-Kampf eben war prickelnder als eine Herde Pipi. Herrlich. Ah, Pinker. Pinker. Prickelnder, ist klar. Oh, Liga-Karte von Papilla. So, jetzt, was ist mit Mary? Gibt's da noch eine Karte? Obwohl er nicht mehr an der Arena-Challenge teilnehmen durfte, konnte Betis sich einen Weg ins Turnier kämpfen. Er ist mit allen Wassern gewaschen. Das muss man ihn lassen. So langsam verstehe ich auch, wie er es zum Arena-Alter gebracht hat. Er mag zwar manchmal meistens etwas anstrengend sein, aber als Trainer hat er es echt drauf. Er nimmt die Sachen eben ernst. Ja, bei eurem Kampf war nicht zu übersehen, wie sehr er sich ins Zeug legt. Er scheint ja mächtig Zeit zum Plaudern zu haben. Soll ich euch vielleicht noch einen Tee aufsetzen? Schon kapiert, du hast ja recht, weiter geht's. Wo müssen wir denn hin? Wenn ich mich nicht verzählt habe, hätten wir damit alle Stadien abgehakt, Niklas. Jetzt müssen wir nur noch so bald wie möglich diese beiden Clowns schnappen. Richtig, wenn wir die beiden nicht schnell genug aufhalten, könnte der ganze Käse nämlich wieder von vorne losgehen. Wollte Professor Daniel sich nicht darum kümmern, die zwei ausfindig zu machen? Wenn wir diese Typen das nächste Mal sehen, werden wir sie so richtig fertig machen. Piep, piep, piep. Klingt da nicht gerade dein Smart-Router, Niklas? Das ist bestimmt Sanja. Niklas, ich bin Sanja. Ach, bin ich gut? Nein. Die beiden Clowns haben sich zum Claw City Stadion verschafft und stehen gerade vor dem Eingang zum Energiewerk. Die Türen dorthin ist zwar verschlossen, aber ich bezweifle, dass die Verriegelung ein ernsthaftes Hindernis für sie darstellen wird. Alles verstanden, kommt zum Claw Stadion und beeilt euch. Erstmal, ich glaube, Sanja hat uns gerade übers Telefon mehr als deutsch gemacht, wie die Lage steht. Also dann nichts wie auf zum Claw Stadion, genau. Aber lasst mich erstmal heilen, Leute. Ich muss mich erstmal heilen. Mein Pokémon-Team ist angeschlagen. Und ich werde jetzt wieder auf mein Starter-Pokémon wechseln. Ich glaube, Griffix kann erstmal nichts machen, falls wir gegen die nochmal kämpfen sollten, wegen den Pokémon, die da kommen. Weil es ja Stahl-Pokémon waren und Gift ist halt nicht gut gegen Stahl. Es waren ja Stahl-Pokémon, genau, es waren Stahl-Pokémon. Falls wir nochmal gegen die kämpfen müssen, ich weiß es nicht, ne? Das werden wir erfahren, aber wir haben noch ein bisschen Zeit in dem Part. Das heißt, eventuell, wenn es zu lange krass dauert da, gibt es Überlänge. Ansonsten sind wir wieder in einer angemessenen Zeit da fertig. Aber ja, ich hoffe ja sehr, dass ihr wieder fleißig bis zum Ende guckt und auch wieder fleißig kommentiert. Und wenn es euch natürlich wieder gefällt, ein Like da lasst. Ich hoffe, das habe ich nicht am Anfang schon mal gesagt. Ansonsten tut es mir leid für die Doppelung. Dann darf ich jetzt auf der Karte zum Claw City Stadion fliegen. Das müsste ja da sein, wo die Fahne ist. Genau. Da fliegen wir jetzt munter hin, halten die beiden auf und hoffen, dass es gut wird. Genau. Und dass wir endlich dann unser legendäres Pokémon fangen können. Ich weiß noch nicht, welchen Ball ich werfe. Ich hoffe, es funktioniert. Theoretisch könnte ich ja den Meisterball werfen, aber den hebe ich mir lieber für geile Dynamax-Raids auf. Huch, da bist du ja schon wieder. Ich brauche noch eine Sekunde, okay? Irgendwie stimmt ihr nicht. Aber ich hab's sicher gleich. Froldi. Und er löst es jetzt, das Passwort, oder was? Gibt ihm irgendwie einen Elektroschock oder was? Was, die Tür wurde entriegelt? Hat er jetzt ernsthaft der Tür einen Elektroschock gegeben? Ich wusste schon immer, dass du ein kleines Genie bist. Waldi, gut gemacht. Ja, Waldi, der will gelobt werden. Du musst jetzt das Bäuchlein kraulen. Die beiden Klaus sind da drin. Wir müssen vorsichtig sein. Ja dann, auf. Und warum hast du nicht einfach Roy gefragt oder Rose oder irgendjemanden, der da uns helfen könnte, die Tür aufzumachen? Warum musstest du da selber die Tür aufmachen? Oh nein. Oha. Oha. Es ist dir also gelungen, die Lage in den Stadien wieder in den Griff zu bekommen. Auch die Türentriegelung scheint kein Hindernis für dich gewesen zu sein. Nichts anderes hätte ich von einem Champ erwartet. Los, meine Lakaien. Etwas Begeisterung über diese ach so mutigen Taten, wenn ich bitten darf. Oh, was ist das für Lakaien, ne? Okay. Was stimmt denn mit denen nicht? Ist ja total gruselig. Warum zwingt ihr Pokémon zur Dynamixierung? Der Grund dafür sind diese Armbändchen, denen ihr Glauben schenkt. Aber wir werden alle die wahre Natur von Sassian und Samasenta offenbaren.
Sastian und Summer Center haben Garda vor dem Untergang bewahrt. Paar leichtgläubige Narren. Seit ich denken kann, wurde uns stets als den direkten Abkömmling der Helden gehuldigt. Doch damit war es schlagfertig vorbei, als ihr Unruhestifter Garda vor Entenhausen gerettet habt. Und dann mussten diese Professoren ja noch mit ihrem Buch ihren Senf dazugeben. Ja, ganz genau. Sie sollten sich schämen. Was ist los? Von einem auf den anderen Tag hat sich die Geschichte geändert. Plötzlich sollten diese Pokémon die Helden gewesen sein. Und was wurde uns da, was würde da uns zu was würde uns das machen? Wollt ihr damit sagen, dass unsere erhabenen Vorfahren nichts als Lügner waren? Ihr seid tatsächlich die Nachfahren der Könige Galas? In der Tat, so war es stets und so möge es auch auf ewig bleiben. Die Geschichte in ihrer bisherigen Fassung war die Wahrheit und die Wahrheit bedarf keiner Neuinterpretation. Sich lächerlicher Geschichten über neue Helden aus den Fingern zu saugen, das ist alles völliger Unsinn. Das stimmt nicht, ich habe in meinem Buch nicht gelogen. Ich bin feste davon der Überzeugung, dass Sassian und Summer Center schon seit uralten Zeiten über die Gala-Region wachen. Wenn dem so ist, machen wir doch die Probe aufs Exempel, um zu sehen, welche Version der Geschichte die wahre ist. Sollte es sich bei diesen Kreaturen wirklich um die wahren Helden von Garda handeln, müssten sie eine geballte Ladung an Garda-Partikeln doch mit Fassung tragen können, oder? Aber klar doch, jetzt dämmert es mir. Der ganze Zirkus damit, den Dynamax-Pokémon, waren Testläufe für das große Finale. Habt ihr völlig den Verstand verloren? Wollt ihr die beiden alles ernstes zum Ausrasten bringen? Schön, dass wenigstens einer hier seine grauen Zellen mit Sauerstoff versorgt und mitdenkt. Nur kommt die Erkenntnis leider ein klitzekleines bisschen zu spät. Mein herzallerliebstes kleines Brüderlein trifft nämlich bereits die letzten Vorkehrungen, während wir hier heiße Luft produzieren. Das lassen wir nicht zu. Hohoho, spielt ihr etwa mit dem Gedanken, den Lift nach oben zu nehmen? Genialer Plan, es gibt da nur ein Problem. Zuerst müsst ihr noch an uns vorbei. Ach nö. Schon wieder kämpfen. Jetzt kannst du dich an meinen Pokémon ergötzen, die ich eigens für diesen Kampf trainiert habe. Ach, Leute. Kämpfe, kämpfe, kämpfe. Das heißt, dann doch in der nächsten Folge müssen wir dann, ja, die Möglichkeit nutzen, uns das legendäre Pokémon zu fangen. Okay, dann gibt's dann noch eine Folge extra, dann ist es doch ein bisschen länger, dann zieht sich das am Ende doch noch ein Stückchen weit. Und er hatte Kampf-Pokémon und keine Stahl-Pokémon, weil Lauchzolot ist ja wahrscheinlich kein Stahl-Pokémon. Und da wäre aber trotzdem Kampf nicht gut gegen gewesen, also von daher, schauen wir mal, dass das ordentlich reinballert. Vielleicht nehme ich ja dann Urgel, wenn noch was anderes kommt, ich weiß nicht. Oder hatte der andere die Pokémon, ich weiß es halt nicht, es ist halt komplett, weiß ich nicht, wie es ist. Auf jeden Fall eine starke Attacke, wie es aussieht, weil der einfach fast, oder hat mein Pokémon gekillt, ich wollte sagen fast, nein, es hat's gekillt. Heftig, heftiges Pokémon. Los, Urgel, zeig deine ganze Power. Aber ja, was ich nochmal interpretieren wollte oder sagen wollte, was wollte ich denn überhaupt sagen, ich habe den Faden verloren, lol. Achso, ja, genau, dann gibt's halt noch eine Folge, weil wir dann doch ein bisschen länger brauchen. Weil hier noch ein bisschen Kämpfe waren, die mir ein bisschen, ja, zugesetzt haben, von der Zeit her. Das ist aber jetzt, wow, jetzt kommt das Stahl-Pokémon. Ich habe kein Kampf-Pokémon. Wir bleiben einfach drin und hoffen einfach, dass es funktioniert. Genau. Falls ich gerade irgendwelchen kompletten Unsinn gelabert habe, es tut mir leid, Leute. Und die sind krass stärker als ich. Ich muss dann doch irgendwie mein Team ein bisschen besser machen. Bevor ich in die Rückkämpfe gehe, das könnten nämlich harte Kämpfe werden. Oh, gut, gut, dass du das hier jetzt nicht getroffen hast mit der Steinkante. Das heißt, man kann immer wieder Taucher einsetzen, theoretisch gesehen. Aber jetzt trifft er ja trotzdem seine Steinkante. Ich muss mich heilen. Ich muss auf Libero zurückgehen. Ich opfer dann mal Fleckmon, ne? Schieß ihn ab, los! Und seine Verteidigung sinkt. Sehr gut. Wow, Siegeswillen wirkt. Angriff steigt, okay. So, jetzt aber bitte einmal Fleckmon. Bitte einmal Fleckmon. Genau, Silirio ist ja Stahlkampf. Das heißt, jetzt
kommt die Möglichkeit in Betracht. Ich muss nur gucken, ob ich so ein Heiler habe, ein Item habe. Oh, ich habe nur Top. Ich habe keine normalen Beleber. Wow. Sollte ich dann mal irgendwann ein paar Items mal verkaufen und dann mir neue Items besorgen. Oder Glück haben, wenn ich wieder mit euch Raids mache in der Naturzone, dass ich dann da wieder coole Items finde. Aber ich muss trotzdem wirklich mal meinen Beutel aufräumen, wenn ich mal Zeiten habe. Klar, das war ja klar, dass Fleckmann von uns geht, dass ich den opfern muss. Also ich habe halt nur zwei wirklich starke Pokémon hier in dem Team, die es mit dem Pokémon dann aufnehmen würden in den Rückkämpfen. Aber wir kriegen das schon hin. So, Nitro-Ladung. Und dann schauen wir mal, was du mir noch zu entgegensetzen hast. Ich werde natürlich dann in der nächsten Folge den Aufzug nehmen. Ich weiß halt noch nicht, ob wir vorher ihn der Natur zu Raids machen oder ob ihr vorher die Folge seht. Das weiß ich natürlich leider nicht. Tag das. Pokémon wechseln. Ja, ist ja ein Käfer Wasser-Pokémon. Wir probieren es jetzt mal einfach mit der Möglichkeit, dem mit Overdrive ordentlich Damage zuzusetzen. Damage zuzufügen. Ich hoffe ja, das funktioniert so, wie ich mir das vorgestellt habe. Tap das, tap das, tap das, tap das. Overdrive. Und ja, es reicht vollkommen aus. Sehr effektiv. Ich dachte irgendwie, ich hatte irgendwie nur im Kopf, dass er nur Stahl-Pokémon mit hat. Aber ja, anscheinend hat er eine bunte Mischung, was natürlich sehr gut ist. Da kommt aber ein Pokémon, wo ich jetzt wieder mit Feuer brillieren kann. Genau. Und dann schauen wir mal, dass wir das hier ordentlich mitnehmen können. Nämlich was? Warum hast du es denn so eilig? Lass uns doch in Ruhe unseren Spaß haben. Nee, ich will doch eigentlich das legendäre Pokémon bekommen. Aber das kriegt es in der heutigen Folge nicht mehr, sondern in der nächsten Folge. Genau. So. Dann haben wir das auch besiegt. Duokless. Und dann würde ich mal sagen, ich weiß nicht, die werden auch sehr wahrscheinlich ein bisschen was labern und wir wieder die Ohren voll labern, aber okay, passt schon. Neues Level für Barrikadax und Schwerthold wurde besiegt. Und er guckt immer so komisch. Oh, meine noblen Pokémon. Tja, Junge. Pech gehabt, würde ich behaupten. Und weinig, verloren. Ich, wie ist das nur möglich? Wir haben die Meute vertrieben. Jetzt heißt es, ab nach oben, jede Sekunde zählt. Okay, es passiert wohl schon. Was war das? Ah, offenbar hatte mein Brüderchen ausreichend Zeit, um den Plan zu vollenden. Gehen wir. Gut. So, dann würde ich mal behaupten, sehen wir uns sehr wahrscheinlich dann entweder im nächsten Livestream oder in der nächsten Folge wieder und bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch gefallen und wie gesagt, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und danke fürs Zusehen.